Team Österreich applaudiert sich nach Tag 1 des BMW Golf Cup Weltfinale in Singapur selbst. Zu Recht. Hat man doch das Minimalziel, eine Platzierung vor Deutschland, souverän geschafft. Vor allem dank der 36 Punkte von Hans-Jörg Wenzel. Jetzt habe ich halt zwei Paar, Gott sei Dank. Ja. Schauen wir, wie es auf die Back 9 geht. Auch auf den Back 9 läuft es hervorragend und so klassiert sich Hans-Jörg Wenzel am Ende auf Platz 4. Und das trotz einer zarten Nervosität zu Beginn. So schon aufregend genug. Da macht es mitzählen, ist dann nicht förderlich. You just read this and then you can just double check it. Nothing. 5, 6. Als Handicap 8 Spielerin heißt es für Margareta Haas früh aufstehen. Es wird nach der Reihenfolge der Spielvorgaben gestartet. Der frühe Vogel ist aber bei der Tirolerin leider kein Birdie. Die etwas mühsame Verständigung mit der chinesischen Flightpartnerin und deren völlige Unwissenheit zum Thema Golfregeln machen die Tirolerin über die 6 Stunden hin mürbe. Der Kärntner Anton Ofner komplettiert mit seinen 24 Punkten am ersten Tag das Gesamtergebnis der Österreicher, die damit im guten Mittelfeld rangieren. 2 Löcher gestrichen, aber die anderen relativ gut gespielt. Nicht vorne dabei, ganz vorne. Für die 2 verbleibenden Turnierrunden beim BMW-Weltfinale in Singapur wird sich das Team Österreich nach vorne orientieren. Eine Top-10-Platzierung ist nur 2 Punkte entfernt, auf einem Podestplatz fehlen 17 Punkte. Den besten Start ins Turnier erwischt das Team USA, das mit 103 Punkten nach Tag 1 vor Malaysia und Neuseeland führt. Zum Abschluss unseres Tagesberichtes aus Singapur gibt es noch ein Interview mit Marco Kausner, der nicht nur bei diesem BMW Golf Event sämtliche Fäden in der Hand hält. Was waren deine skurrilsten Erlebnisse? Ach, da sind auf jeden Fall einige passiert, aber ich muss sagen, bestimmt eine der lustigsten war, als die Österreicher mal wieder die Deutschen geschlagen haben. Und da gibt es doch diese sensationelle Fußballübertragung. Und ich glaube, irgendjemand hat das dann durchs Funkgerät eingespielt. Und naja, als deutscher Turnierdirektor musste ich dann natürlich auch erstmal richtig lachen, ist doch klar. Wie viele Leute arbeiten eigentlich hinter den Kulissen? Das ist eigentlich schon fast schwer zu sagen. Also wir haben bestimmt über 100 Leute hier im Einsatz. Das geht bei Fahrern los und dann sehr, sehr viele Personen, die wirklich in der 3. und 4. Reihe arbeiten. Alleine so ein Golfclub wie hier hat mehrere 100 Mitarbeiter. Und wenn man hierher kommt, so gegen 6 Uhr morgens, sind hier auch in tief dunkelster Nacht schon ganz, ganz viele unterwegs. Und wie lange wirst du das noch machen? Das kann ich nicht sagen, aber ich hoffe noch viele, viele Jahre. Es macht immer noch sehr viel Spaß.